tired, Channel. The funeral was today. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Lost Words Beyond the Page. Mom and Dad dressed all in black. They even bought a black romper for Ben. I didn't want to wear black. Gran thought black was depressing. That life was dark enough already. Gran always used to say, Musik? Musik sind die Farben der Natur, denke ich mal. Okay, das darf man nicht richtig. Nee, Farben sind die Musik der Natur wahrscheinlich. Ah. Colors are the music of nature. I'm starting to see what she meant. Na. Komme ich hier nicht runter. So I went to open my wardrobe. Aha. There it was. I hadn't worn it for years. I remember Gran saying it was cheery. Kann man da drüber springen? Nein, ich komme hier noch nicht mal. Ah. Okay. The funeral was outside. In the memorial garden. The sun was shining. The birds were singing. It was like they didn't know. The vicar had just started talking when Uncle Alan stepped into the fish pond. Muss ich jetzt hier? Moment. Ben fing an zu weinen. Oh, der Arme. I couldn't help but imagine Gran caring more about the fish than Uncle Alan. Kann ich verstehen. The picture stuck in my head. Gran running to the drenched Uncle Alan, grumbling at him for frightening the fish. It was too much. The laughter bubbled up inside me. Dad tried to look annoyed. Oh, komm. Nein. Oder muss ich da? Ah, okay. After the vicar finally finished droning on, we started the singing. All things bright and beautiful. Ben started wailing. Das kann ich verstehen. No, howling. Dad took him out. Well played, Ben. Laughing felt much better than crying. The wake was at our place. There were so many people. I didn't know most of them. Everyone said how sorry they were. How Gran was.
such a wonderful lady. I wish she could have heard them. Everyone had a story about Gran. Like the time she hit a bully with her pencil box? Ach, das war sie als Kind. Ach so. When she saved a toad that had hurt its leg. Or how she decorated Mum's room like an underwater kingdom, so she could feel like a mermaid. Oh, das ist böse. Da will ich jetzt nicht. Mach mal so. Nein. Ach, da kann ich auch drauf. Oh. That's so like her. One old lady told me how they used to bunk off work and go to the Glastonbury Music Festival. Another of her friends said Gran once got arrested while protesting whaling. Okay. Sie hat auf jeden Fall viel erlebt. Oh, ist nicht euer Ernst, das da unten hinzumachen, oder? Moment, wenn ich da jetzt runterspringe, kann ich das auch noch machen. Okay, perfekt. Dann... Boah, gerade so. Hippie-Oma, genau. I expected this day to be terrible, Journal. And it was. But I didn't expect to smile or laugh. To be surprised. To feel happy that people loved Gran like I did. Each time I heard a story about Gran, I could imagine her laughing along with it. It was like she was there with me, helping me through it. Wie soll ich denn da hinkommen? Wollt ihr mich veräppeln? Oh Gott. Also, ah! Okay. I still feel in pieces, Journal. Oh je. Oh Gott. Moment, das kommt hier. Maybe there's a part of me that will always be sad. That will always miss her. But maybe that's okay. And that's the way it should be. I don't know what happens after we die. But I think I know where we go. Into all the people who have ever cared about us. We make a sort of place for them in our hearts. I need to finish Robin's story. Gran would want me to. I want me to. I think I know what to do now. Nein. Let's summarize. After the dragon attacked her village, the smart Robin set out to return the fireflies
On her travels, she met a grumpy djinn guarding a fallen city of philosophers. Ja, der war gut, ne? And found a lonely fire creature named Lump. They became friends. But then Lump was forced to stay behind with the ancient ones in exchange for the gift of water breathing. Deep under the water, inside the lost Seekin palace, chased by the shadow of remorse, Robin had her big moment of doubt. But she pulled through it all. No. And now she is ready. Entschuldigung, war ein bisschen schnell. You. I thought I couldn't face you, but I couldn't face myself. I know you'll always be there. Maybe that's okay. You're part of this adventure. Part of me. Thank you. Now, I will return the fireflies. I'm coming for you, dragon. With her confidence renewed, oh, ich glaube, das war nicht richtig. A newfound power coursed through her. Ich habe aber eine Errungenschaft anscheinend freigeschaltet, als ich getötet wurde. Anything. Gut, ich habe zumindest alle Worte wieder. Das ist sehr gut. Light as a feather. Aua. Ob das jetzt so gut war, weiß ich nicht. Aber ich denke mal, wir müssen nur da oben ran. Aber wie sollen wir denn da hinkommen, bitte? Das können wir doch. Ups, das können wir doch nicht. Ach so. Ach. Ja, ich bin so doof. Genau. Okay. Like cutting through. The world welcomed her. Täuschen? Nee. Ich bräuchte eigentlich Stille. Aber ich kann so hoch. Okay. Forward! Nein! Doch. wir können noch mal hoch. Das ist sehr gut. Nein. Nimm doch nicht das Ding mit. She felt that she could touch the sky. Ich hoffe, dass da unten jetzt keine Glühwürmchen waren.
tall tower loomed overhead. Many moons had shone above since first it was built. Another obstacle! Ha! Hallo? Darf ich das erstmal nehmen? Zerstören oder so? Nee, ich kann einfach... So geht's auch. Okay, dann nehmen wir das Brennen nochmal eben. Und das Schweben. After what I've been through, you really think that will stop me? Hallo. Ach so, das. Ja. Es brennt natürlich schon. Hallo. Nimmst du das jetzt mit runter? Ach, das sind die... okay. Verstehe. Nein, da drunter. Wir holen uns natürlich alle Glühwürmchen, die wir sehen. Und hoffentlich auch die, die wir nicht sehen können im Moment. So, warte mal, das nehmen wir mit. Und das. Und wahrscheinlich nochmal das. Falls hier irgendwo was sein sollte. Nee, oder auch nicht. Moment, was ist das hier? Was bist du denn? Ich denke mal, das muss repariert werden, oder? Okay. Well, that's not disturbing at all. Robin's voice echoed over the age-old crumbling stones. A lone figure stood, unbowed, defiant. It drew her to it. Her foe rose before her, no breath in its body, but no less terrifying. Okay. Was kann ich jetzt damit machen? Achso, jetzt lass mich doch mal da rein, Mann. Ich nehme mal an. Nee. Ich muss weiter schweben, okay. Let's hope I'm up to the task. Also ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt auch nicht links runtergekonnt hätten, um noch irgendwas einzusammeln, weil sonst hätten wir ja nicht mal mit der Statue tauschen können. Oder hätten wir die noch reparieren können? Das hätte natürlich auch sein können. What now? Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Vielleicht haben wir jetzt da unten was verpasst. So. Die Frage ist jetzt, müssen wir da weiter... Wenn ja... Ne, wir müssen... Oder wir müssen von dort die Steine holen, die wir dann... Ach, da geht's auch nochmal rum. Oh je. Okay. Es geht also an zwei Seiten weiter. Das heißt, ich vermute, ich weiß es nicht, ich vermute, dass wir auf zwei Seiten Steine holen müssen. Gut, dann tauschen wir jetzt erstmal.
Ah ne, tauschen haben wir noch. Geh weg, geh weg. So. Nothing's moving. Must be more to do. Okay. Und dahin. Dann machen wir hier oben natürlich erstmal ein bisschen Feuer rein. So. Ich meine, schwierig sind die Rätsel ja nicht, aber ich finde es trotzdem unheimlich cool, was hier so gemacht worden ist. That's it. A gust of fresh air rewarded Robin's efforts. Ja, darf ich auch wieder zurück? Okay. Hallo, nicht immer zugehen. Ich möchte bitte erstmal vorher die Sachen holen, die ich brauche. Okay, das machen wir auch an. As she rose up the stairs, Robin knew the tower's purpose. To watch over a long forgotten land, should ancient evil stir. No statue this time, but bone. Scale and claw. In its fire-wreathed home, waiting. There you are! And here I come! Maybe this wasn't such a good idea. It was a great idea! Sicher? Haha! Also ich hoffe mal nicht, dass wir da runter müssen. Wir haben sehr, sehr wenige von den Dingern. Also, the world darkened around Robin. She had reached the Dragon's Mountain. For the first time, Robin felt no fear. She knew she had all she needed. Okay, reparieren geht nicht. Dann brechen oder schweben vielleicht? Muss ich da drauf springen? Keine Ahnung. Tauschen wahrscheinlich auch nicht. Mach das mal hier von dem weg. Scheint auch nicht zu funktionieren. Ja, was haben wir denn noch? Ignorieren könnten wir, aber so weit kann ich doch nicht springen. Ach, den Fluss. Ach, okay. Feels warm on my soul. Okay. Before her, a molten sea stretched into the distance. It did not slow her down. Love in the face of lava. Ja, hättest du das mal am Anfang gefunden, ne?
Okay. Dann machen wir wieder schweben. Jetzt haben wir aber gerade mal etwas über die Hälfte. Suddenly, Robin no longer felt the heat. Das ist so eine gute Idee, ist, ich weiß. A cold dread crept up her spine. Ach, okay. So, erstmal gucken, ob oben eventuell was ist, genau. Nein. Wo ist sie? Reicht das schon? Ja, perfekt. Och komm, Leute. Wenn ich links drauf stehe, dann will ich nicht, dass der rechte hochgeht. Nein, 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 nein. Willst du mich veräppeln? Boah. Okay. This looks like my village. But it can't be. It's a trick. It has to be. An eerily familiar sight awaited her. That's my house. How? Eldereva. No, wait. Come back. Oh, no. No, no. Only emptiness remained. Das war anscheinend nicht richtig. Soll ich nicht nach rechts? Muss ich jetzt wieder zurück oder wie? Her thoughts raced ahead of her. Okay. Nein, was macht die denn? Hallo. Ja, geil. Da komme ich jetzt nicht mehr hoch oder was? Ah, okay. This can't be real. A trick. I can't let it be real. Gucken, ob da irgendwas ist. Ja, perfekt. She gripped the chain with furious determination. Man wird aber auch nicht enttäuscht, wenn man weiter hochklettert. I know you're there. Roar all you like. It won't stop me. Da oben ist auch eins, aber wie soll ich bitte da hinkommen? Oder kann ich hier schweben? Wahrscheinlich nicht, oder? Oh, doch. Oh, okay. Oh. I hope you can forgive me. Nein, komm. Torn between rage and regret. Robin pushed ever upwards. Nein, komm schon. Los. Ich denke, dass man die reparieren kann. Perfekt. Okay, das können wir erstmal kaputt machen.
kennen uns ja hier schon so ein bisschen aus, ne? So. Ich meine, da konnte man jetzt auch nicht runtergehen. War hier noch irgendwas? Na, ich gucke lieber erstmal da oben. Ich denke mal nämlich, dass wir nach rechts weiter müssen. Perfekt, da geht's aber auch noch weiter, Moment. Even through. Ah, warte mal, da geht aber die Story anscheinend weiter. Achso, da geht's gar nicht. Na toll. Jetzt sah das ebenso aus, als ob wir noch nach rechts gehen konnten. Aber da können wir offensichtlich gar nicht rumgehen. Gut, dann gehen wir oben weiter. Aber ich würde gerne mal kurz gucken, ob hier oben eventuell noch ein zweites ist. Ganz oben. Ja, perfekt. Ich wusste es. Besser gesagt, ich habe es geahnt. Okay, drei fehlen uns noch. Adversity within and without. Her determination shone bright. She had grown. Müssen wir jetzt die ganze Strecke nochmal machen hier? Sieht so aus. I hope you find your peace. Vielen Dank, lieber Jin. Ah, okay. Hier wechselt sich die Richtung. Was ich jetzt gut gefunden hätte, aber gut, dazu hätten wir natürlich jetzt nicht genug von den... nein, bleib offen. Sag mal, warum geht das immer wieder zu? Wenn man einfach... irgendwelche ja, Knöpfe hätte drücken können, damit man zum Beispiel brechen und so weiter machen könnte. Aber gut, es wären halt zu viele gewesen. Weil die anderen Knöpfe ja auch belegt sind. Aber das würde schneller gehen. Es sei denn natürlich, man vertut sich immer damit, welchen Knopf man drückt. Das würde mir auch sehr gut passieren können. So. Nein! Oh. Hi. Ja, ich weiß. Das ist das Problem, wenn sich das Bild nicht ändert. Beziehungsweise zu spät. Ich habe so im Gefühl, dass das unsere letzte Folge ist. Ich bin auch schon ein bisschen traurig. Andererseits... kann ich jetzt schon mal sagen, ich liebe dieses Spiel. Okay, wir haben jetzt noch zwei, oder? Ja, zwei noch. So, oben haben wir nichts mehr. Da haben wir noch einen. Let me through and let's finish this. Glad we're on the same page.